Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Diesmal geht's weiter mit Statistik, wie ihr sehen könnt. Denn ich habe euch hier schon mal so ein cooles Diagramm mit einer Berechnungsvorschrift aufgeschrieben. Und ja, das ganze Thema von heute nennt sich Binomialverteilung. Schreibt sich wie folgt. Ich versuche es mal hier irgendwo noch hinzupacken. Binomialverteilung. So. Und ja. Wie ihr sehen könnt, ist das hier ein Diagramm, wann die Wahrscheinlichkeit davon, also das gibt die Wahrscheinlichkeit davon an, wann x gleich k ist. Und k ist hier unten abgetragen, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie ihr hier oben an der Formel sehen könnt, darf k die Zahlen 0 bis n annehmen. Also in unserem Fall können wir zum Beispiel wieder hier einen Würfel nehmen. Der ist allerdings nicht so verteilt, das ist dann halt irgendein komischer Würfel, der ganz besondere Eigenschaften hat. Und ja, eben das berechnet sich hier so. P ist die Wahrscheinlichkeit von, ja, P ist, wie erkläre ich das? Ja, einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es quasi einen Success gibt. Also ihr könnt hier nur Sachen reinstecken, also nur ja, Fälle bedecken, die halt entweder ein Erfolg oder ein Misserfolg werden können. Also hier gibt es kein, der Würfel hat sechs Seiten, also kann auf die eine oder die andere Seite fallen, sondern es kann bloß sein, ich habe das gewürfelt, was ich möchte, oder ich habe es eben nicht gewürfelt. Also true oder false für die Informatiker, success oder fail für die Nicht-Informatiker. Und P ist eben die Chance, die ihr habt, um einen Erfolg rauszubekommen. Ja, genau. Und wichtig ist allerdings auch noch, dass dieses Experiment aus gleichen und unabhängigen Versuchen besteht. Also alle Versuche müssen gleich aufgebaut sein und dürfen einander nicht bedingen. Also ich darf nicht dieselbe Versuchsperson zum Beispiel zweimal benutzen. Ja, solche Sachen halt. Und wie gesagt, eben nur Erfolg oder Misserfolg und P gibt die Wahrscheinlichkeit dazu an. So, das hier ist ein Beispiel für, also man muss, wenn man so eine Funktion angeben möchte, immer p und n angeben. Also wie viele, n ist dann die Anzahl an Versuchen, also wie oft ich das Ganze mache. In diesem Fall habe ich das Experiment sechsmal durchgeführt und dabei so eine Verteilung hier bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, die ich hier genommen habe, war, glaube ich, 0,3. Ja, doch, das kommt hin. Weil nämlich, wenn p kleiner als 0,5 ist, dann ist das Ganze ein bisschen links schief, also hier so mehr auf der linken Seite. Und wenn p größer als 0,5 ist, dann ist es so ein bisschen mehr auf der rechten Seite. Und wenn p gleich 0,5 ist, ist es genau mittig, richtig schön. Ja, als Beispiel könnte man da zum, ja, als Beispiel zum Beispiel könnte man bringen, wir wollen aus einer Urne Kugeln ziehen. Und jetzt wollen wir sozusagen. Es sind zwei Arten von Kugeln drin, also die roten, die wir ziehen wollen, und die schwarzen, die wir auf keinen Fall ziehen wollen. Also wären die roten sozusagen der Success. Und die Wahrscheinlichkeit davon, dass ich eben jetzt eine rote Kugel ziehe, die muss gegeben sein. Also zum Beispiel, ich habe insgesamt fünf Kugeln in der Urne drin, die, aus der ich ziehen möchte. Und zwei davon sind rot, also habe ich 2 durch 5, also 2/5 Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine rote Kugel, also einen Success, ziehe. Dann ergibt sich eben diese wunderhübsche Verteilung hier. Allerdings muss man beachten, dass man diese Kugeln aus der Urne zurücklegen muss, weil sonst würde sich das ja jedes Mal ändern. Das heißt, die Berechnungsvorschrift wäre anders. Und was man auch berücksichtigen muss, es geht auch nur darum, ob ich sozusagen Erfolg habe oder nicht. Das heißt, mir ist nachher auch die Reihenfolge egal. Ja, also falls ihr das vorige Video zu Wahrscheinlichkeiten gesehen habt, wäre es der Fall eben mit zurücklegen und ohne Beachtung der der Reihenfolge. Gut, ja, das war's auch schon eigentlich, was ihr zur Binomialverteilung wissen müsst an für sich. Ich denke, ihr habt das Diagramm jetzt mehr oder weniger im Kopf. Ich möchte euch jetzt noch andere Sachen zeigen, nämlich den Erwartungswert von unserer Verteilung hier, also e von x. Oder auch Mü genannt, aber ich bin gerade zu voll, das Mü rauszusuchen. Ich habe keine Ahnung, wo ich das noch finde. Das dauert wieder ewig zu lange. Das ist ganz einfach n mal p. N und p natürlich hier aus der Formel oben gegeben. Also quasi eigentlich das, was ihr angeben müsst.
Und die Varianz Sigma, da sollte ich vielleicht das Sigma tatsächlich raussuchen. Man benutzt eigentlich dieses andere Zeichen nicht. Ah, Symbol. Ah, Mu hätte ich gefunden, Sigma noch nicht. Na gut. Ich hab's gefunden. 963. Ja, nicht Großschreibung. Böse. Was tust du? So, wirklich jetzt hier mal. So weit kommt's noch. Ich weiß schon, wann ich groß oder klein anfangen möchte. So, hier. Sigma ist ja ein bisschen schwieriger zu berechnen. Das ist nämlich eine Wurzel. Jetzt brauche ich doch die Formel, sowas Blödes. Ich dachte, ich kann es mir sparen. Die Wurzel aus n mal p mal q. Nun, was ist q? Q ist die Gegenwahrscheinlichkeit genannt. Man kann da auch einfach schreiben 1 minus p. Ich glaube, das ist euch vielleicht lieber. Da brauche ich allerdings eine Klammer. So. Also n mal p mal 1 minus p. Okay, cool. Ja, mit denen könnt ihr schon rechnen. Die habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Ja, das hier ist nochmal der Graph dazu. Und das war es dann auch schon zur Binomialverteilung. Nächstes Mal geht es weiter mit der hypergeometrischen Verteilung. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich freue mich über Abos oder Likes oder sonst irgendwas. Kommentare sind übrigens auch sehr cool. Ja, bis zum nächsten Mal.